Und daran muss ich wirklich sagen, Afrika, Hut ab. Ja. So, Bartbann, interessanterweise. Afrika bewertet den Bart sehr hoch. Sie hatten selber gepickt, jetzt bannen sie ihn sogar. Bin ich jetzt nicht so krass der Fan von, weil man hat noch so gute Alternativen. Klar, Bart verhindert durchaus speziellere Comps. Bietet ihr auch nochmal ein Long-Range-Engage als Supporter. Das gibt's halt so kaum. Vor allem so ein Flächen-Engage. Klar, man kann jetzt über Morgana oder sowas diskutieren. Aber dann ist das Q ist deutlich schwieriger zu treffen, trifft auch nur ein Ziel und wird auch von Vasallen und allen möglichen geblockt. Das ist halt mit der Bart-Ultimate nicht so. Reichweite ist deutlich. Ich glaube, man will Roxas einfach in eine ganz andere Team-Comp reinzwingen. Sie wollen ihn komplett diese Engage-Möglichkeit nehmen. Lissandra deswegen auch gebannt, Ryze gebannt. Damit wird einiges offen bleiben. Das wird halt ein komplett anderes Game von der Struktur her werden als das letzte. Ja. Und das finde ich gut. Man will halt einfach so ein bisschen aussetzen, wo liegen die Grenzen. Und African hat sich ja auch sehr flexibel gerade in dem Game gezeigt. Auch was die Pick und Bann anging mit dem Gragas, den sie auf die Top-Lane gestellt haben. Der zwar gar nicht so gut funktioniert hat, finde ich, auf der Lane, aber der trotzdem halt seinen Impact hatte. Zwei Target-Buns gegen Nikki, Twisted Fate und Zed, sagt sich Rocks Tigers. Ja, mit den Champions ist er stark. Alles andere kommen wir gut mit klar. Corki halt gebannt, ist absolut starker Flexpick. Poppy ist offen. Ist absolut First Pick würdig, wobei man Trundle dagegen picken kann. Deswegen ist das auf der Blue Side immer ein bisschen schwierig. Nidalee ist offen. Wäre auch ein ganz wichtiger Punkt eigentlich, Peanuts wegzunehmen. Und Lyra ist ein starker Jungler. Also mich sollte gar nicht wundern, wenn Peanut, wenn Nidalee offen bleibt, die sofort wieder priorisieren würde. Er hat auch eben ein starkes Spiel gehabt, ohne Frage. Das ist aber die Frage, wie entscheidest du dich jetzt? Also nimmst du jetzt Poppy, nimmst du Nidalee und man Poppy. Poppy finde ich gut. Jetzt müsste eigentlich, es könnte sowas wie Trundle, Nidalee kommen. Fiora wäre auch vollkommen okay. Poppy verhindert natürlich so ein bisschen, dass Nidalee richtig, richtig mit Impact glänzen kann. Weil wenn Poppy einmal auf Nidalee drauf ist, dann macht die nicht viel. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Aber auf der anderen Seite, Fiora wird Poppy outscalen. Es gibt immer so die Gegner, die sagen, oh, Poppy, die kann ganz, ganz lange gegen Fiora gegenhalten. Und die funktioniert gut gegen Fiora. Funktioniert sie auch eine Zeit lang. Bis halt die Scalings richtig greifen. Ja, aber das Ding ist, Poppy ist im Teamfight viel nützlicher als eine Fiora. Tausendmal nützlicher. Das ohne Frage. Und das ist halt die Frage, wo du hin musst. Es sei denn, du kriegst die Victory Zone durch. Dann ja, ist halt kritisch. Aber das musst du halt auch erstmal schaffen. Du bist relativ squishy. Poppy ist halt immer nützlich. Wir haben Sivir, die ist ja auch noch offen, stimmt. Sivir Alistar. Sehr gute Rotation. Im Jungle sagt Peanut, ich bin stark genug. Ich muss die Nidalee gar nicht nehmen. Also zack, von Lyra. Poppy, Nidalee. Stimmt, Sivir haben wir komplett außer Acht. Sivir Alistar, boah, das ist eine brachiale. Das ist richtig brutal. Wir nehmen die Engage-Möglichkeiten raus. Ja, ist klar. Ja, das dachte ich mir so. Ne? Sie haben auch einige rausgenommen. Der Pick ist super smart jetzt, den Trundle zu nehmen, um nicht den Poppy-Counter zu haben. Sehr, sehr schlau, auch weil es gut gegen Alistar funktioniert. Also in doppelter Hinsicht ein sehr guter Pick hier von Afrika. Trundle bietet halt mit dem Pillar auch richtig, richtig gut Disengage-Möglichkeiten. Es ist eine super Pick- und Bannphase einfach, weil man ja einfach nur sagen kann, stark von beiden Teams bisher wirklich. Und jetzt muss sich Rocks Tigers wiederum was überlegen. Man hat in letzter Zeit jetzt sehr viel Echo gehabt, tatsächlich, wieder auf der Top-Lane. Könnte man auch wieder gegen eine Poppy schicken. Wobei Echo gegen Poppy vorhin auch nur semi-gut funktioniert hat, das hat man auch gesehen. So, er hat funktioniert, er hat lange durchgehalten, aber es hat mir nicht perfekt gefallen. Und eine Kindred in diese überen Komposition finde ich ehrlich gesagt auch nicht optimal gepickt. Ich hätte mir da auch mehr Teamfight-Komfort jetzt noch gewünscht für diese Komposition. Wobei, ich meine, Kindred ist halt auch krasser Teamfight-Champion. Also, es ist... Kindred ist ein starker Teamfight-Jungler mit der Ultimate. Ich hätte mir irgendwas mit mehr Peel für die Sivir noch gewünscht. Ich meine, das ist okay, wie gesagt, du kannst später auch über das Kindred-Ultimate ja gut timen mit den Ricochets, dass sie da durchgritten, aber es hat alles Zeit, diese Ricochets morgen zu fliegen. Wobei ich sagen würde, wenn der AD Carry nicht stirbt, ist das schon ein ganz guter Peel. Sivir kommt auch ganz gut klar, hat ein Spell-Shield, kann sich beschleunigen. Auf der anderen Seite gibt es eine Kalister. Womit kombiniert man sie jetzt? Da muss man wahrscheinlich mit dem Trundle, hat man ja auf der Support. Mitte Varus ist offen, wow. Auch das ist ja ein Champion, der sonst immer gebannt gewesen ist. Varus bist du aber sehr, sehr AD-lastig. Da wäre ich vorsichtig. Nur Nidalee als einzigen AP-Damage drin zu lassen, der halt auch Single-Target-basiert ist, wäre, glaube ich, nicht die cleverste Idee. Da sollte man sich zweimal überlegen, ob man das wirklich so stehen lassen möchte. Man überlegt auch sehr, sehr lange, ob man jetzt wirklich den Varus einloggen möchte oder nicht. Aber er kommt im Endeffekt und man will wirklich auf diese Full-AD-Comp gehen. Und muss jetzt Varus gegen LeBlanc spielen. LeBlanc ist ein wunderschöner Pick, der dagegen gepickt wird. Funktioniert auf der Lane ziemlich gut, gerade im 1v1. Wenn die da einmal an den Varus rankommt und sie hat halt gute Möglichkeiten, um an den Gegner ranzukommen, gibt sie ihm gut Damage ins Gesicht. Und man hat halt immer gesagt, dass Kindred halt auch so ein Counter für Assassins ist, gerade über die Ultimate. Und dadurch, dass man Kindred selber genommen hat, kann man halt sich die Möglichkeit offen lassen, selber einen Assassin zu picken. Allerdings, die Teamfight-Ability von Rocks ist nicht allzu stark.
Also da muss man ein bisschen wirklich Abstriche machen, weil LeBlanc ist sehr, sehr Single-Target fokussiert. Selbiges gilt natürlich auch für die Kindred an der Stelle. Die versucht natürlich auch, mit Single-Targets rauszukommen. Aber sie haben gutes Catch-Potential. Ja, und das ist das Wichtige, weil sie haben zwei große Threats, die sie später kriegen möchten. Das ist zum einen natürlich Varus, ja, und das ist die Kalista. Und sie haben halt genug Single-Target-Damage, um die wirklich rauszunehmen. Also all in all, muss ich wirklich sagen, hat sich da... Ja, die Africans haben sich da kein schlechtes Team zusammengeschustert. Aber mit Abstrichen. Ja, also es ist relativ ausgeglichen. Was ich wirklich noch wirklich anprangern möchte, ist zu viel AD für mich im Team von den Africans da an der Stelle. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Wobei, man hat ja immer noch die Nidali. Das darf man halt nicht außer Acht lassen. Und die macht auch guten Schaden. Ich finde den LeBlanc-Pick, wie gesagt, sehr gut. Da kann man die Lane ganz, ganz hart gewinnen. Ja, gegen Varus auf jeden Fall. Gerade gegen den mobilen Varus. Und du hast halt einen übelsten Snowball-Faktor. Wir sind gespannt. Afrika, hört man schon überall. Haben sich da anscheinend richtig jetzt eine kleine Fangemeinschaft zusammengespielt? Ja, die sind stark. Also, die haben fünf Best of Threes in Folge gewonnen. Und das musst du erstmal schaffen. Das ist ganz, ganz stark. Vor allem in der härtesten Region der Welt, in Korea. Wir haben hier zwei starke Teams, die aufeinander prallen. Varus natürlich so zu picken, ist riskant. Der Schaden mit Nidalee, die wahrscheinlich als Stab der Zeit geht. Ja, relativ poke-lastig die beiden dann. Wobei es dann Engage natürlich nicht mangeln sollte mit Poppy, Kalista. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ist ein bisschen bunt gemixt, also ist jetzt nicht so straight eine Strategie verfolgend. Auch bei beiden Teams, muss man sagen. Klar, ja, ist aus der Pick- und Bun-Phase bedingt das Ganze. Das ist halt wirklich bei den Africans so ein bisschen die Poke-Comp über Nidalee und Varus, die du später hast. Und halt trotzdem noch, wenn du All-In wirst, das Potenzial, das du über Kalista hast. Interessant ist im Übrigen, diesmal Gorilla tatsächlich mit der Stein in Verbindung. Er selber hat vorhin Alistar noch mit Windseekers gespielt. Ich sag, das war ein Fehler. Er hat wahrscheinlich irgendwie irgendwas falsch geskillt. Nein, Windseekers, ne? Nicht Grasp. Achso, stimmt, ja. Stimmt. Grasp war ein Fehler. Grasp muss ein Fehler gewesen sein, aber jetzt... mit Windseekers und jetzt mit Stein in Verbindung. Also scheint einfach eine taktische Nuance zu sein, warum man jeweils das eine und das andere nimmt. Ja, das ist der einzige Grund, warum du Windseekers mitnimmst, ist ja die Armor, die du quasi im Team verteilst. Ja. Das macht in dem Game, glaube ich, relativ wenig aus. Du hast keine großartige Frontline, die halt durch die Armor noch stärker werden könnte. Du hast ja ewig Squishies und wenn die einmal in Pranger geraten, dann werden die auch abgerissen. Und da ist dann die steinerne Verbindung vielleicht wirklich besser. Ja. Aber man sieht hier den Trade, die kann man schon ganz gut nehmen, stark. Muss jetzt schon Heal zünden, Prey. Also Heal in den Ignite rein, das heißt, das hat nicht wirklich viel gebracht. Ja, man hat natürlich noch den Alistar Heal, der jetzt auch Heal als erstes hat skillen müssen. Da bist du ja variabel, ne? Du kannst ja wirklich das Pulverisieren als erstes nehmen, du kannst den Kopfstoß um wen raus, du kannst QB, Heal, alles kannst alles als erstes wirklich nehmen, hier mit Heal gezwungen. Das heißt, du hast auf Level 2 keine Engage-Comp. Hat man selten, dass man es dann wirklich braucht. Also wenn zum Beispiel so ein Level 2 Jungle Gank kommt. Aber das sind wirklich so Spezial-Cheesy-Taktiken eher. So, Smite natürlich überhaupt kein Problem hier. Der Red Buff für die Nidalee. Oh, in der Mitte sieht man, LeBlanc geht da schon sehr aggressiv rein. Das kann sie auch machen. Die Power Spikes von LeBlanc sind early ziemlich, ziemlich gut. Und wenn dann natürlich noch so ein Arrow daneben geht, dann freust du dich noch mehr. Und man muss immer bedenken, LeBlanc hat den Damage direkt durch die Wave. Wenn du dich hinter der Wave positionierst, kriegst du als Carry wesentlich weniger Schaden, aber durch den Arrow ab. Wobei man sagen muss, als AD-Dealer hast du es im Early auch noch deine starken Auto-Attacks. Das Map jetzt gegen XO-Smap aufgepasst. Du musst natürlich... Der Speer zu weit nach vorne, jetzt erst der Dash. Er muss auch flashen. Ja, er muss flashen und hier die Kammer jetzt auf Kuro gegen Mickey. Die Passive auch hier gezwungen. Also ein paar sehr knappe Entscheidungen. Wie gesagt, du hast den starken Autotext. Deswegen ohne Items ist natürlich der Edila so ein bisschen im Vorteil, was diese Trades angeht. Einfach wegen dieser starken Base-Autotech-Werte. Und Blancs Power Spikes sind natürlich relativ früh sehr, sehr stark. Mit dem Ultimate, mit dem ersten Item, wird sie halt erstmal ihrer Funktion als Assassin gerecht. Und da wird der Punkt erst kommen,
wo Miki sich denken wird, oh. Der, man muss sagen, der Speer, wo jetzt manche sagen, ein E-Speer, war alles andere als ein E-Speer. Der war predicted einfach. Genau, es war einfach letzten Endes dieser Dash. Ja, alle hätten gesagt, boah, was ein geiler Speer, wenn Echo vorher gedasht hätte. Eigentlich war, ist es halt dieses Mindgame, was du auf Pro-Level eingehst, ja. Wenn du den Speer einfach immer da wirst, wo er durch normalen Laufen ist, dann wird der Gegner irgendwann anfangen, früh zu dashen und umgekehrt. Oh, schön, die Chain kommt durch. Ja, jetzt geht's auf Miki. Oh, man, ist tickt jetzt mit Peanut, musst du aber drauf. Er nimmt ihn noch mit, das war ganz, ganz knapp. Aber er musste nochmal dran, sonst wäre Miki nicht gestorben. Aber wieso gehen sie denn nicht gleich auf ihn durch und flashen einfach raus, bevor der zweite Turret-Hit kommt? Aber wieder geht's aufs Map. Der nächste Gank hier mit Lira und Ixo. Hat kein Flash mehr. Oh, aber er kriegt, kriegt er noch Ixo! Er kriegt den Kiste. Oh, wow! Oh, die Kuppel kommt raus! Wahnsinns-Map! Jetzt geht er sogar noch den Kampf gegen Lira ein. Und Lira muss aufpassen, wobei jetzt für eine Speer. Oh, er geht nochmal dran. Mit. Oh, er kriegt ihn! Smap! Du Biest! Du Monster! Smash! 1 gegen 2! Ich meine, er hat uns im Game davor schon gezeigt, wie gut er Echo spielen kann, aber wow! Er ist einer der besten Top-Laner der Welt! Auf Pro-Level 102. Und der ist immer noch da! Und jetzt kommt Peanut! Der ist immer noch da! Was hat denn der für Eier aus Stahl? Die sind so groß wie Melonen! Der Junge! Das ist nicht Stahl, das ist Adamantium! Also nun, Halleluja, hier sehen wir es nochmal. Poppy hat zwar die Passive, die wird aber relativ schnell von den Minions geschreddert. Plus natürlich, dass die drei Stacks durchkommen vom Smap. Und die Kuppel perfekt gesetzt, ne? Da muss halt Lira einfach gleich rausgehen. Da kann ich nicht traden, weil Echo das Schild noch bekommen hat. Und jetzt hat er die drei Stacks drauf, ne? Traust du nicht weiter rauf zu gehen. Da hätte er Cooldown gehabt, da hätte er noch gehen können. Und jetzt, oh, im Flug gestorben. Ja, mit dem Q. Wahnsinn, wie er da seine Cooldowns auch genutzt hat. Also, Weltklasse! Da kann man nichts sagen. Das war perfekt gespielt. Snap ist einfach mal Echo Main. Oh, die Chainlink ging leider daneben. Mit der Chain hätte man wieder ein bisschen mehr machen können. Ja, man muss sagen, natürlich ein bisschen bitter für Kuro, dass ein Killer auf Miki gelandet ist. Eigentlich das, was du nicht haben möchtest. Oh, jetzt kommt der Counter-Gang in der Mitte. Ja, Snowflower unterwegs, aber Peanut ist auch da. Muss flashen, Kette durch. Oh, die ist raus. Wenn die Kette trifft, ist er tot. Oh, hinterher jetzt. Peanut wartet noch. Peanut geht noch drauf. Was wartet ihr denn? Die haben alles rausgehabt. Ah, sie haben vielleicht Lira noch erwartet. Sie haben keine Vision nach unten. Und ja, jetzt kommt Gorilla noch und Smap jetzt gegen Ixu. Das wird für XU jetzt nicht einfach werden. Zwei Kills für Smap waren sau wertvoll. Liegt zwar im Farm noch ein bisschen hinten, aber wenn man mal die Farm auf die Kills aufrechnet und vor allen Dingen auf die Solo-EP, die er bekommen hat, na dann Halleluja. Boah, XU, der hat echt... Und XU ist noch einer der besten Spieler bei Afrika, muss man dazu sagen. Auch er, so viele MVP-Punkte momentan. Der ist nicht schlecht, aber das war einfach... Smap ist einfach nochmal eine Hausnummer, ja. Damit keine niedrige, ne? Der ist da schon mindestens Hausnummer 218. Frag mich nicht, wie ich auf die Zahl komme. Oh, Lira. Schon wieder die Top-Lane. Das Map hat Ultimate auf Cooldown. Flash immer noch auf Cooldown. Man weiß es ja und eigentlich ist man ja auch stärker. Das Map allerdings weiß jetzt, dass Lira da ist. Peanut wieder unterwegs. Peanut auch zwei Level hinter Lira. Oh, das ist ganz schön. Aber Lira ist halt immer noch Nidalee und Nidalee kann halt schnell farmen. Ja, aber zwei Level, also das ist halt krass. Man muss auch sagen, Lira ist gut auch im gegnerischen Jungle unterwegs gewesen, wodurch Peanut halt viel XP verloren gegangen ist. Dazu dieser, dass man da in der Midlane gestorben ist, das zählt auch sagen, noch mit rein. Ich muss aber sagen, er hat viel Zeit verschwendet. Der Tod in der Midlane, dann noch eben die Midlane Roam, den er auf dem Support abgewartet hat, wo er quasi einfach gewartet hat und nichts getan hat die ganze Zeit. Das ist alles Zeit, die im Jungle sau noch wertvoll ist. Ja. Das ist natürlich auch eine krasse Kiste. Das Map früh mit dem Eis gewonnen. Der Handschuh natürlich hat die Gletscherspalte schon. Und Ixu muss auf den Null-Magiemantel gehen. Ich denke auch, ein erstes Item könnte die Geistessicht sein. Wobei dann die Wellenräumungsqualitäten einer... Oh, Poppy nicht so stark sind. Jetzt geht's drauf auf Leon. Die Kette trifft allerdings Kuro. Oh, der Speer. Oh, das könnte... Der heilt sich doch, der heilt sich doch. Und da kommt er auch gerade so raus. Der Pierce Arrow kommt da nicht mehr an. Wow. Also ganz wichtig hier Miki mit seiner Ultimate und der hat Selbstbewusstsein, der Knabe. Oh, mir fällt gerade auf, das ist natürlich auch ziemlich ballsy, dass du einfach sagst, gegen Varus spielst du damit den Assassin, du nimmst aber keine Leute rum mit gegen das Ultimate von ihm, was natürlich super, super gefährlich für dich ist, hat man gerade gesehen. Gut, also das Ding ist, wenn du anfängst zu snowballen als LeBron, dann bedankst du dich übers Zünden und wirst halt den Varus immer wieder töten. Es ist halt sehr unglücklich, dass Miki diesen Kill bekommen hatte. Also, dass Peanut da gestorben war. Es hilft ihm einfach sehr, sehr, sehr gut. Weil er hat die Träne und den Null-Magiemantel dadurch halt sich leisten können. Letzteres hätte er es später gehabt.
Wenn du Ultimate triffst, dann kannst du halt als Assassin nichts mehr machen. Ja? Assassins sind immer super butterweich. Das ist immer so. Das ist so die Regel. Ja, du machst viel Schaden, kannst halt easy jemanden rausnuken, deshalb sagen immer, oh, bist das für ein Champion. Aber er hat halt auch Schwächen. Das ist halt einfach, dass du butterweich bist. Wenn du da einmal gestunt wirst, dann ist das meistens dein Ende. Man hat ihn das gesehen. Das ist aber jetzt schon so ein geiles Game schon wieder. Wie knapp er da gerade rausgekommen ist. Also da sieht man, wie mechanisch diese Champions wirklich ausgereizt werden in Korea. Ja, muss ich sagen. Mickey jetzt hier mit dem Hextrinker am Start. Das verringert natürlich um einiges das Risiko, klar, wenn man da ausgesetzt ist gegen einen AP. Oh, schön. Lira, der muss aber aufpassen. Kettelus nochmal aus. Es reicht. Oh Gott, das darf hier nicht passieren. Ist übrigens auch ein AP Assassin. Mickey wird sich bedanken. Eine LeBlanc in der Mitte ist übrigens auch ein hervorragender Counter für den Nidalee. Du als Nidalee meistens nicht so aggressiv spielen kannst. Du hast ab LeBlanc Level 4, 5, 6 hast du meistens einen Vorteil in der Midlane, wo der gegnerische Midlaner gezwungen ist, passiv zu spielen, du ein bisschen reinpushen kannst. Ja. Und du bist super mobil. Das heißt, du kannst so einen mobilen Jungler wie Nidalee auch punishen. Du bist einer der wenigen Champions, die da hinterherkommen, falls sie in deinen eigenen Jungle geht. Und eben, gut, das war jetzt nicht dein eigener Jungle, das hätte eigentlich gar nicht passieren dürfen. Nee. Und vor allen Dingen, du musst bedenken, Kuro hatte nicht mal Ultimate. Das war einfach bis outplayed, weil er nicht gesehen hat, dass der W noch da vorne war. Schön gespielt natürlich auch von Kuro, der da das Mindgame ausgenutzt hat. Klar. So, OXO gegen Smap. Peanut kommt wieder zu, das war's. Der ist jetzt tot. Peanut kriegt allerdings den Kill. Denke einfach aus der Situation heraus sich das Ganze ergeben. Und Kills auf Kindred sind jetzt auch nicht schlecht. Vor allen Dingen, er freut sich. Er will ja seinen Devorah jetzt erstmal stacken. Klar. Der braucht erstmal ein Weilchen, bevor er richtig gut ist. Ja, er ist halt im Anfang sehr verlangsamt worden. Und gerade gegen den Nidalee ist es halt. Also, man muss es sehr. Riskant gegen eine Nidalee eine Kindred zu nehmen, weil wenn die Nidalee gut ins Game kommt und counter-jungelt, was eine Kindred im Übrigen auch sehr gut kann zwar, aber Nidalee hat nochmal einen schnelleren Jungle-Clear, dann kann es sein, dass sie deine Farms nimmt und du den Verschlinger erst sehr, sehr spät hochgesteckt bekommst. Ja, und das ist halt immer so eine Schwäche von Devorah-Champions. Ja. Die sind so schon sehr, sehr langsam. Aber Countergang empfinde ich wie sonst was. Und so dauert es halt noch Wellenlängen länger. Wellenlängen. Was für Wellenlängen denn? Ja, das kann man jetzt natürlich weit auslegen. Natürlich keine Ultra-Kurzwellen, oder? Ja, wir können Mikrowellen nehmen. Ja, das, ich rede eher von den Wellenbrechern, ja, da wo du auf surfen willst. Die 20-Meter-Dinger. So, XO jetzt gegen Smap. Und XO hat echt keinen Spaß. Was soll er auch machen? Hextrinker ist interessantes erstes Item auf Poppy. Ist so ein bisschen der Tausch, damit man halt ein bisschen Damage noch bekommt. Weil du ja nicht auf Sonnenfeuer umhanken als erstes gehen kannst und irgendwie musst du diese Waves auch rausbekommen und irgendwie musst du auch in die Trades gehen. Normalerweise, schön auch in den Lauf gefeuert. Normalerweise Sonnenfeuer umhanken, erstes Item auf Poppy und... Oh, da kommt gleich der nächste hinterher. Nun mach aber, dass du wegkommst, Peanut. Den Stack, den wird dir wohl der gute Lira denyen können. Ja, es ist halt vor allem Lira auch durch den frühen Solo-Drachen. Es ist eigentlich auch eine schöne Möglichkeit für eine Kindred Stacks zu bekommen. Also ich denke, es wird ein relativ spätes, hochgesteckter Verschlinger werden. Das ist halt echt schwer. Das ist aber auch genau richtig so. Das ist ein Vorteil, den du gegen Kindred auch nutzen musst. Du weißt halt, wo ihre Stacks sind. Also du weißt, wo Kindred wahrscheinlich sein wird, wenn diese Stacks auf der Map zu sehen sind. Und dementsprechend kannst du dich als Jungler auch daran orientieren. Ja. Kindred braucht ihre Stacks. Da kommt sie nicht dran vorbei. Kein Weg ist ja gut genug. Man sieht es jetzt halt, ne, Echo. Poppy lebt auf der Toplane einfach davon, dass sie halt diese kurzen Trades mitnehmen kann. Wo sie dem Gegner einfach darüber, dass sie Minions hittet, ihren Grass mitgehen kann, ihren Q mitgeben kann. Der Gegner wird von den Minions getradet und gut ist. Echo klärt die Wave weg, liegt vorne, tradet sie halt. Du kannst sie nicht verlangsamen mit dem Q, weil er halt einfach ein E benutzt und dann halt trotzdem wieder an dich ranportet. Deshalb kannst du ihn auch nicht gut kiten. Ja gut, aber du hast deinen W als Poppy, ne? Also das... Ja, das ist genau das Einzige, was du hast. Und den hast du aber auch mit einem gehörigen Cooldown. Das stimmt, ja. Klar, 15 Sekunden oder so, wie groß ist der? Oh, jetzt kommt aber der Gank. Ah, oh, schöner Sidestep von Smap, allerdings der Pillar. Nochmal der Dash, er hat noch Flash. Hier kommt die Kuppel, sehr gut, die Kuppel. Zoned sie damit weg, dann kommt der Flash und jetzt ist Peanut da. Also wirklich schön, bis aufs Äußerste gewartet und der holt nochmal Damage raus. Und holt Snowflower, jetzt Kuro. Dann der Flash-Knockup gegen Mickey. Ich habe schlechte Nachrichten, Mickey. Da kann schon mal der Sarg bestellt werden. Ja, ich dachte immer, ein IU und ein A wird immer nicht geflasht, aber hier ist Snowflower nicht geflasht. In der Mitte, Mickey hat da sowohl Flash als auch Heal ab, aber der war, glaube ich, ja, so der war für eh den tot, war's also egal. Dadurch, also in dem Moment, wo Gorilla da war, war es vorbei. Heal auch nicht so wirkungsvoll, weil er Entzünden auf sich hatte. Also es war stark gemacht hier. Und jetzt dann Yoon, Smap ist da, Lira kommt, Teleport.
Smap jetzt, reizt immer für eine Outplay. Oh, von hinten Gorilla und Peanut. Smap jetzt, schnelle Zeit raus. Drauf geht's gegen Exo Gorilla mit dabei. Peanut gegen Sanyun. Peanut, er hat noch Ulti. Muss sie auch ziehen, kriegt aber den Kill. Und jetzt Lyra und Gott, Peanut ist da nochmal gestorben am Turm. Der hat doch Ulti. Lyra aber gegen Kuro. Oh, da kommt er nicht raus. Oh, was ist denn hier los? Da fallen ja die Kills wie die Fliegen. Ist das noch Korea? Ah, im Endeffekt ein bisschen besser für die Rocks an der Stelle. Oh, du hast keinen Mana-Smap. Sei vorsichtig. Du hast und Prey, ja, deutlich besser natürlich. Ja, mit der dem Turret, den sie jetzt unten bekommen, sowieso. Der chillt da und der macht den Turm ganz in Ruhe. Wir hatten oben sogar die Unterzahlsituation, ne? Haben trotzdem halt den Fighter für sich geholt. Aber warum ist Peanut da gestorben, das mich nimmt? Ich glaube, er hat den Terror-Hit einfach nicht richtig getimed. Das werden wir gleich nochmal sehen. Er wollte mit dem letzten Ulti-Tick quasi und mit dem letzten Turret-Tick damit die Q rauskommen. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie er es, glaube ich, vorhatte. Der Turret-Shot hat ihn dann trotzdem noch getroffen. Oh, den Damage-Hit hat er halt nicht erwartet. Aber ja, der dritte Stack und der dritte Hit, nachdem du ihn eh drauf hast, den musst du halt wirklich respektieren. Ja, hier hast du Entzünden drauf, dann bist du halt tot. Da bringt auch Heal nichts mehr und Flash nichts mehr. Nö, da, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, für Mickey hätte es nichts gebracht. Aber Sandflower oder Snowflower hätte da auf jeden Fall den dritten Hit respektieren müssen. Hat er nicht gemacht, muss er mit seinem Leben bezahlen. Gerechtfertigt auf jeden Fall. Aber holy, was ist da los? Das ist ja, jetzt gehen die sich richtig auf den Sack, ne? Ja. Ja, wobei man sagen muss, also Rox, da stehen die Kills deutlich besser. Drei Stück halt auf LeBlanc. Weil Smap halt die beste Lane fährt. Ja, ja. Es geht halt alles über Smap Lane momentan. Der ist ja wirklich gerade MVP. Trotzdem will ich die Wiederholung nochmal sehen. Ich würde das auch interessieren. Aber das war der Turm jetzt, der Top-Lane-Turm, zweiter oh Turm. Da ist Gott, oh, Xu! Was machst du da? Ah, Speer auf Gorilla, der geht nochmal dran, aber das reicht halt nicht. Peanut mit dem nächsten Kill jetzt. Und man hat die Kills auf Kindred, man hat sie auf Echo, man hat sie auf LeBlanc. Nur Prey, der ist ein bisschen leer ausgegangen, aber der hat quasi eine Solo-Farm-Lane. Wenn man denn so möchte, und hat er auch schon den Turm bekommen. Peanut lag halt anfangs so schön hinten und er hat jetzt durch die ganzen Kills so weit aufgeholt. Ja. So, und eine starke LeBlanc. Mickey, da wird schwer zu traden. Also klar, immer wieder ein bisschen punken muss er ja machen. Vor allem Poppy ist auf der Botlane. Meanwhile, Smap, alles klar. Wer soll Smap aufhalten? Hat ihn einmal schön durchgefeedet mit dem Jungler zusammen. Dann so nach dem Motto, Team, geh mal. Halt mal auf. Nächsten. Ja, Smap muss da schon auch immer Weltklasse, auch zum Zonen. Und überhaupt nicht panisch, sondern immer kalkuliert. Ja, und schneidet den Gegner den Weg ab. Weil wenn sie reingehen, werden sie gestunt. Und dann sowieso vorbei. Das ist auch die wichtigste Mechanik, glaube ich, bei Echo, dass du sehr vorausschauend denken kannst und dass du halt die Kuppel sehr, sehr gut voraustimen kannst. Also im Endeffekt weißt du nie hundertprozentig, wie werden sich die Gegner bewegen und die Kuppel hat ein paar Sekunden Verzögerung. Einwand kam gerade, Kallister hätte Peanut getötet, aber Kallister war schon tot, das war durch den Turm halt. Das ja, wird ja, ist Turm gestorben. Also es wird ja immer den Turm, also dem Spieler angerichtet, wird ja nicht gesagt, yo, der Turm, der kriegt jetzt Gold und kann sich Items kaufen. Er ist ja gedived, um die Kallister zu töten. Die Kellis hat auch bekommen und sein Ultimate ja, genau, auch rausgekommen. Ja. Wo er hat den Q danach wahrscheinlich nicht perfekt getimed, sodass der letzte Turret-Shot noch außerhalb seiner Ultimate hinterhergeflogen ist. Ja. Woanders ist es eigentlich nicht möglich. Hier sichert man sich noch einen weiteren leichten Vorteil, indem man sich da einfach noch den guten Harald holt. Auf der anderen Seite sagt man sich aber, den Harald, den lassen wir nicht umsonst da. Crossmap, na, spielt also hat der Clean wieder. Feed. Ist der Cleanfeed oder ist der Klein? Das ist der Cleanfeed. Ah, das ist der Cleanfeed. Zeitlupe jetzt. Slow Motion, alles klar. Das ist it's not a bug, it's a feature. Das ist, da muss man das Positive sehen. Klar. Rock Tigers hat noch keinen Drachen im Gegensatz zu Afrika, wie gesagt. Auch guck dir mal wirklich die Kill Participation an. Die Sibir mit einem Support hat die ganze Zeit bloß gefarmt, in Ruhe hat sich Items aufgebaut. Ja, das die ist hat, doch genau richtig. Die war bisher noch gar nicht dabei, wirklich involviert in den Fights und die haben halt trotzdem schon dominiert. Ja, während halt Kallister eben sehr, sehr lange auf der Top-Lane also für mich hat. Ist MVP momentan Smap. Ja, das geht alles über Smaps Lane. Und klar, alleine schon der Double-Kill auf der Top-Lane. Ja, das hat das ganze Game erstmal ins Rollen gebracht. Gerade für ihn. Oh Gott. Ja, richtige Entscheidung. Oh, Knock-Up auf Xu, den dive man ja einfach. Das ist zu viel. Ja. Auch für Poppy. Ja. Es wird gesagt, die Heal hätte nicht viel gebracht, weil die Tower schon stärker werden. Die Kindred-Ultimate rettet vor dem Tod, Freunde. So, in der Theorie, wir erklären es einfach nur an. Du schießt unter den Turret, du schießt in der Ultimate drin, der Turret kann dich nicht töten und du wartest genau ab, bis der Turret schon bei dir ankommt. In dem Moment musst du über die Grenze deines Ultimates hinaus den Turret abwarten und genau in dem Moment aus, mit dem Q halt außerhalb der Turret-Range rauskommen. Im Duell mit Gott. Mickey muss ich heilen. Ja, das Duell kann er noch nicht nehmen. Aber sie verlieren den Botlane-Turret dafür. Oh Gott. Und was ist da los? Zack, weg ist er.
Ja, damit ist der Elip offen. Oh, Kuro geht dem Pfeil einfach entgegen. Und aber jetzt. Bray hat nichts mehr. Bray hat Flash ist noch nicht wieder da. Jetzt der Sprung. Kindred Ultimate rettet hier Kuro. Sagt, er kann nicht sterben. Springt jetzt raus. Snowflight, der hat noch. Na, immer noch kein Flash. Oh, er hat schon die Auto-Tech gecancelt. Wow. Mickey allerdings dann durch mit dem Kill tatsächlich. Sehr schwer zu sehen gerade. Und jetzt versuchen sie zu skyten. Smap ist unterwegs. Der hält noch einiges aus. Hat die Ulti noch. Könnte also nochmal in den Kampf reingehen, wenn er wollte. Peanut angegangen. Keine Ultimate mehr. Gorilla, kann er da noch was machen? Ist die Frage. Lyra bekommt Gorilla. Ah, guter Kampf hier für Afrika. Ja, der ist noch nicht vorbei. Man will da ein bisschen poken. Aber jetzt wird man da definitiv nichts mehr bekommen. Aber trotzdem, der Turm sicherlich wertvoller. Alles klar, und Ixo ist einfach bloß noch Kanonenfutter. Der läuft einfach bloß noch rein und tankt die weg, so gut er kann. Mit seinen Items. Und eigentlich ist es komplett egal. Ich meine, der Buddy steht sowieso 0-6-0. Was soll er tun? Aber jetzt, wenn es wirklich sauber von Rocks gespielt wird, wird Smap einfach vom Botlane gehen. Ne? Oh, Smap jetzt gegen Sanyun. Der sagt, ich verteidige hier mal den Turm. Er hat die Ultimate auf Cooldown. Muss aufpassen, Mickey. Er hat noch Flash. Ah, da ist nichts zu holen. Ja, er hat noch gut Damage rausbekommen, aber das bringt nicht so viel. Ich muss nach wie vor sagen, also Afrika spielt echt gut, aber Ixu sehr unglücklich, eben 0-6 durch diesen gefeedeten Spiel. Ja, unglücklich nennt man aber das heutzutage, ein anderer würde boosted sagen. Nein, natürlich nicht. Nein, Ixu hat die meisten MVP-Punkte von Afrika und ist momentan eigentlich der absolute Garant eigentlich, in diesem Spiel aber komplett rausgenommen worden. Das Problem ist halt, wenn du halt hinten bist, als Tank und du bist eigentlich das Engage-Tool, was willst du denn machen? Mo, ich fand die Formulierung gut, rausgenommen worden. Er hat einen Gank bekommen, sie wurde einfach outplayed. Ja, aber das ist die spielerische Klasse von Smap. Oh, ja. Der Engage von Gorilla ran der Turm, sind wir mit dabei, Lyra. Einfach mal im Vorbeigehen, ziehe ihn ein, geh über los und nimm Lyra mit. Smap steht da im Busch, einfach wird gesehen über dem Board. Ja, das geht ganz, ganz schnell mit einer Siebe sowas. Wieder ein Assist mehr für Prey. Ah, Smap. Man wusste natürlich, dass er da ist. Er hat noch Ultimate, er hat noch Flash, er hat noch alle Möglichkeiten, hier rauszukommen. So tanken, er will die Plays machen. Er will die Plays machen. Und er geht hier dran an Sanyun und er ermöglicht damit natürlich, dass sein Team den Turm nimmt. Guck mal, er wurde gekitzelt, während er den ADC einfach mal auf den dritten Live-Router gebracht hat. Ja, er hat damit alle vom Turm weggelockt und jetzt geht es sogar gegen den nächsten Turm. Also von daher alles andere als ein Fehler hier. Der Junge, der holt das Spiel gerade komplett alleine. Das ist ihm egal, wer da kommt. Das ist ihm egal, wer sich ihm in den Weg stellt. Der geht einfach drauf. Der ist so tanky und hat halt trotzdem genug Schaden, um die Carries zu punishen. Das ist unnormal. Ja, du hast es ja gesagt, sehr viel physischer Schaden, also kann er sehr viel Rüstung nehmen. Die Nidalee hat nicht den Stab der Zeitalter, weil man nicht so früh nach vorne gekommen ist, sondern tatsächlich in Anführungsstrichen nur das Kristallzepter, zusätzlich natürlich mit Runix Echo. Und sie macht damit null Schaden. Das muss ihr halt bewusst sein. Ja, sie macht schon ein bisschen, halt, aber es ist... Naja, der Base Damage ist auch okay. Es ist weniger, als wenn du halt einen AP-Midlaner hast. Kuro im Kampf gegen den Blue Buff, ruhig mehr in die Passive. Das hat mehr Utility-Faktor damit, du kannst halt slowen. Man muss auch immer bedenken, über das Jungle-Item, ne, über diesen Echo-Brock und über das Luden, kannst auch noch AOE-Slows anbringen, weil das Ding verteilt sich ja und slowt auch alle Mann, die es trifft. Das ist natürlich nicht schlecht, aber sie würde halt auch in keiner Weise mit dem Damage-Item jetzt mehr nach vorne kommen. Auch ein Rod, der jetzt mehr skaliert, würde ihr nichts bringen. Also nein, das wäre auch viel zu spät. Richtig, das ist vollkommen richtig, dass sie sich da für Swileys entscheidet. Ja, im Übrigen Minute 22, Verschlinge jetzt noch nicht fertig. Die Gründe haben wir genannt. Einfach das schwache Early, aber jetzt mit 7-2 steht natürlich Peanut sehr, sehr gut da. Damage auf der Kindred ist damit auf alle Fälle gegeben. Man schaut sich hier Items an. Im Gegensatz eben zu Nidalee, also mein Mords ist fertig, jetzt noch das... Siegel mit da rein. Das ist schwierig. Gerade, wie gesagt, Nidalee, Varus, es ist sehr poke-lastig, wenn du dann hinten bist, zurückzukommen mit so einer Comp. Smap, Prey und vor allem Rox hat sehr, sehr gutes Catch-Potenzial mit einer LeBlanc. Ja, mit Alistar. Vor allem mit einer Sivir natürlich auch nochmal. Und Echo kann sehr gut. Also, sie haben wieder eine sehr gute Combo, mit der sie einfach reinkommen, engagen können. Und das nutzen sie auch schamlos aus. Sie nehmen hier den Turm. Die lassen sich da überhaupt nicht stören. So, die hauen einfach auf den Turret ab. Ja, aber wie sollen sie es denn auch machen? In der Zwischenzeit ist Kuro in der Midlane mit dabei. Und Ixu, gut, das Q reicht nicht ganz so weit von der Poppy, um ihn dazu bekommen. Aber wichtig ist, die Vasallen zu klären, um den Turm zu retten. Und Turm für Turm bringt es gerade 1000 Gold extra für die guten Rocks Tigers an der Stelle. Und die werden nicht aufhören zu snowballen. Da spielen die deutlich souveräner. Und du hast es angesprochen, sie snowballen halt. Was sie im letzten Spiel nicht machen konnten. Afrika hat sehr gut. Zur Lawine werden. Und Afrika spielt ja auch nicht schlecht. Also auch, wie gesagt, wenn 0-6 ziemlich bescheiden aussieht. Es ist vielleicht auch nicht sein stärkstes Spiel, aber letzten Endes... Oh, Flash.
ist es auch einfach ein Grund, der Tiger Skrull hier erwischt worden, aber kommt weg. Und jetzt der Teleport, da will man rein. Also Smap mit der Möglichkeit, geht rein, kommt ran. Sanyun erstmal gestunt und da geht rein, der Zweck. Der ist sofort tot. Smap nochmal ran an Miki, er hat noch die Ultimate, wird er zünden, geht zurück. Und jetzt Gorilla! Ultimate! Kindred Ultimate! Alle rein! Sie kämpfen im Turm, alle rein! Kerngedanke ist da! Und jetzt rauf! Miki ist tot! Pina nochmal hat mal Mortius, hält ihm am Leben! Und bis auf Gorilla stirbt hier niemand! Bei ihm viermal abgeräumt und den Turm! Ja, schön! Gorilla dann auch wirklich durch den Pillar blockiert, dass er dann noch der zweite Turret-Schuss hinterher fliegen konnte. Dadurch ja noch geschoben. Ansonsten hast du halt gesehen. Sie sind jetzt so weit vorne, sie überfahren die einfach. Kindred Ultimate! Sorgen hätte einfach dafür, dass sie Tau treffen können. Und hier hätte Sanyun einfach respektieren müssen, dass die Kumpel bekommen. Er hat Flash abgehabt. Er hat Flash wirklich abgehabt. So, es war ihm egal. Er hat gedacht, das reicht nicht mit der Kumpel. Und hat es komplett fehl eingeschätzt, den Follow-up, der auf diesen Stunt kam. Und auch hier ist Map, ne? Wie absolut da im Bikini Fight, so wie er es engaged hat. Und jetzt sehen wir es gleich. Kindred Ultimate auf Gorilla. Und jetzt denken sich alle, Kindred Ultimate ist da. Warum nicht? Wir kriegen ja ihn hier. Können alle nicht sterben. Also einfach rein da. Und Pina träumt halt wunderschön auf. Und das ist der Unterschied zu dem, was wir vorhin im Spiel gesehen haben. Offensive Kindred Ultimates statt defensiver Kindred Ultimates. Ein massiver Unterschied. 10.000 Gold sind die Rocks Tigers jetzt vorne und vor allem beeindruckend. 7:1 in Türme. Wenn du vorne bist, fängst du die Gegner halt rauszugehen aus der Ultimate, weil sie wissen, sie können den Fight, nachdem die Ultimate ausgelöst wird, nicht gewinnen. Und damit können sie auch den Fight selber schon nicht gewinnen. Aber wenn du hinten bist, dann verhindert es halt meistens bloß, dass du halt 2 Sekunden lang geaced oder getötet werden kannst. Muss ja kein Ace sein. Und das sieht man halt, das ist wirklich schön, wenn man sowas gegenübergestellt sieht, was der Unterschied ist. Oh, Smap jetzt schon wieder da drin. Die Frage Absicht. Das ist Smap doch egal. Ja, kann der steht da einfach drinnen viermal. Er hat sie weggesonnen vom Drachen, wenn man so, wenn man es positiv auslegen möchte. Er hat ihn einfach mal gezeigt, wer Smap ist. Ja. So, Ixo auf Gorilla drauf, der wird sofort pulverisiert, hochgewalt. Hält nix aus, Prey ist da, Snowflower, tschüss, weg bist du. Und jetzt gehst du hinterher und du kannst mit dem Echo auch sehr, sehr gut hier verfolgen. Das ist einfach wieder mal eine Poppy, die tot ist. 08 Tode. Ja, 081 sieht erstmal nicht schön aus und ist auch überhaupt nicht schön. Ja, das ist da wird sich auch nicht mehr viel dran ändern. Die Sache ist, er kommt halt auch überhaupt nicht an Items dran. Er versucht jetzt doch so sein Tank-Ding durchzuziehen. Aber wenn du so weit zurück bist, ist es schwierig, noch großartig useful zu sein. Er ist Level 12. Selbst der Support ist schon Level 11, gleich Level 12. Die Zoolaner sind auf gleichem Level. Alter, stimmt. Level Gorilla ist das gleiche Level wie Ixo. Ja, das ist halt... bitter. Daran merkst du schon, dass es überhaupt nicht mehr läuft. Aber was willst du auch erwarten? Bei 08, da ist halt nichts mehr gegeben. So, was willst du machen? Da sind die Lampen aus. Das Gute ist, er ist wirklich kein Gold mehr wert. Er kann da reingehen und kann sagen, los, haut mich doch. Haut ja, doch muss er ja. Er hofft, dass er seine Ultimate irgendwie rausbekommt. Mehr kann er nicht machen. Ja, er muss eine gute Ultimate rausbekommen und viel Zeit rausstellen. Das ist sein einziger Job. Und so, Smap sagt Kerngedanke rein. Es geht ran an den Turm. Er kann sich sehr erlauben. Bevor oh, Prey! Oh, der Gage of Prey! Da war die Poppy gut, aber die Kinder und die Welt ist dabei. Es geht hier nochmal gegen X und der kriegt eine ganze Menge Schaden. Von denen ist Sanyun mit dabei. Haut hier nochmal die Speer rein, aber Smap wieder rein. Und Smap hier, wie deep der geht. Der geht allen hier komplett auf den Schnürsenkel drauf. Und wieder mal stirbt die Poppy. Unglaublich. Oh, Inhibitor down. Super ein Bedrängnis. Und dann kommt das wirklich, die Ultimate rettet ihn und man kann den ganzen Fight drehen. Wow. Und Smap, der ist natürlich... Ja, auch Pina, tausendmal besser in diesem Spiel. Smap macht das ganze Game lang über auch als Sichtbar außer die Gegner ärgern. Die kriegen ihn nicht tot, der haut trotzdem Damage raus. Der ist einfach broken gerade. Wow. Ja, Kurl, auch jetzt inzwischen Stundenglas. Wir brauchen schon Rabadons. Einfach nur Nummer sicher. Ja, 09, eigentlich eine schöne Zahlenkomp. Hier auf Ixo allerdings weniger schön, zumindest für die Africa Freaks. Aber er kann da halt auch echt nicht viel machen. Das ist jetzt nicht seine Schuld, dass er 0-9 steht. Er hätte mal besser auf KDA spielen sollen. Ja. Seine Call ist Call. Poppy, du gehst da jetzt rein, aber ich will nicht wieder sterben. Call ist Call. Entweder du gehst rein oder du gehst gleich in deinen Enemy Turret und musst suiciden gehen als Strafe. Oder du gehst mal eine Runde in der Enemy Base tanzen. La. Aber es ist ja, man muss ja wirklich sagen, ne? Ixu macht seinen Job dafür, dass er so weit out of game ist. So, er kann nichts anderes gerade tun. Es liegt halt auch nicht nur an ihm. Ne? So, Lieber, jetzt versuchen sie mal Zibi Ultimate und kann man da reingehen. Smap jetzt die Kuppel. Zack! Und da geht's rein, ab wieder auf Ixu. Der Ixu, der schmilzt. Oh, Poppy Ultimate, was nützt nichts? Gorilla mit einem wunderschönen Knock-up rein da. Rettet sich wieder bei der Basis, aber dann die Türme, die machen eine ganze Menge Schaden. Smap mit seinem Ultimate Flash nochmal raus. Snowflower low tatsächlich, man bekommt Smap hier. Man bekommt Smap, aber denen das ist egal. Die wollen hier durch, Captain Kuro dran.
Snowflower nicht gestorben, aber die Türme. Es geht einfach nur auf die Türme. Ist doch egal, ob wir hier sterben. Und jetzt auf den Nexus. Und reicht das hier vom Schaden? Das ist die große Frage. Der nächste nochmal abgeräumt. Sanyun ist down, immer wieder auf den Nexus. Mickey kann das verteidigen. Das war's. Ich sag's euch, kann das er nicht. Vorbei. Kann er nicht. Der schnappt da nichts mehr alleine. Rocks Tigers. Well played Smap, muss man sagen. Weil er war wirklich. Peanut lag zum Anfang ganz schön hinten. Hat jetzt natürlich auch aufgeholt, aber bloß sich die Teamfights.